Im Rahmen des Studiengangs Wirtschaftsingenieur erwartet Sie ein Potpourri von Technik, Wirtschaft und IT. Das heißt, wir werden Themen im wirtschaftlichen Bereich machen, die vom Marketing über Kosten- und Leistungsrechnung, aber bis auch hin eben zur Prozesssteuerung im Hinblick von Produktionsprozessen, Management von Produktionsprozessen, Investitionsrechnung reichen. Im nächsten Schritt, im Technikbereich, werden wir Ihnen dann Informationen vermitteln, wie Sie das technisch umsetzen können mit Produktionsanlagen, wie Produktionsanlagen funktionieren, aber auch wie eben grundsätzliche Fragen funktionieren. Was machen Werkstoffe? Wie kann ich Werkstoffe für technische Produkte generieren, einsetzen? Was kann ich damit eigentlich spielerisch machen? Wie kann ich Innovationen umsetzen, technisch gesehen, für Produkte als auch Produktionen? Und im dritten Teilbereich der Informatik, da geht es darum, wie können Sie das auch noch abbilden digital, wie können Sie das mit Softwarepaketen abbilden. Wir erwarten von Ihnen keine Hardcore-Programmierung. Das ist die Aufgabe der Informatiker. Was wir wollen, ist mit Ihnen gemeinsam praktisch das Umsetzen in Software, Anwendung und ein paar Grundlagen der Programmierung, aber die dient eher der Schnittstellenprogrammierung, der praktischen Anwendung. Ein wichtiger Aspekt, den wir hier beim gesamten Studium betrachten wollen, ist die Möglichkeit der Vertiefungen. Sie haben die Möglichkeit, sich entsprechend Ihrer Neigung zu vertiefen. Entweder in Technik, wo Sie Ihre Themen ausleben können, wenn Sie um Produktentwicklung sich kümmern wollen, um Produkt- und Maschinen sich kümmern wollen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Ihr Studium selbst zu gestalten, indem Sie sagen, ich bin eher wirtschaftlich orientiert. Dann wählen Sie die wirtschaftliche Vertiefungsrichtung und Sie gehen eher in die Vertiefung, wo Sie vielleicht mit Managementaufgaben, mit internationalen Aufgaben betraut sind, mit Menschen arbeiten wollen, oder Sie wählen die IT-Vertiefungsrichtung, wo Sie mehr mit Softwarepaketen, mit der Digitalisierung der Wirtschaft sich auseinandersetzen wollen, vielleicht kleine Programmieraufgaben und Softwarepakete, Machine Learning Themen, Data Science Themen abwickeln können. Das sind die Themenbereiche, wo Sie selber entscheiden können. Für uns im Rahmen dieses Studiums ist wichtig, dass Sie am Ende für sich Ihren Schwerpunkt gewählt haben. Und das können Sie bereits ab dem dritten bzw. vierten Semester machen. Und das reicht dann bis ins siebte Semester hinein. Das Besondere am Studiengang ist, dass die Wirtschaftsingenieure auch dann ihren Einsatz finden, wenn es mal im Bereich Technik oder im Bereich Wirtschaft oder im Bereich IT mal nicht so gut läuft. Dann haben wir die Fähigkeit, uns anzupassen und in anderen Bereichen aktiv zu werden. Das ist das Besondere, dass man also einen sehr krisenfesten Job in dieser Position hat. Und das Zweite ist, dass er sehr abwechslungsreich ist. Wir haben also die Wirtschaftsingenieure wie im Berufsleben auch das Tätigkeitsfeld ändert sich und der Wirtschaftsingenieur kann sich mit verändern, weil er eben die Grundkenntnisse hat, sich in diesen verschiedenen Bereichen zu bewegen. Und das können nur wenige Berufe in dieser doch heute sehr differenzierten Welt. Ein Wirtschaftsingenieur sollte mit Menschen umgehen können, es sollte ihm Spaß machen, mit Menschen zu agieren, er sollte fachliche Kompetenzen haben, aber jetzt nicht so vertieft, zum Beispiel nehmen wir mal den Informatiker, er muss kein Hardcore-Programmierer sein, aber er muss Spaß haben, mit Softwarepaketen umzugehen und mit gewissen Programmierern auch umzugehen. Er muss als Wirtschaftler tätig sein, indem es ihm Spaß macht, mit Menschen umzugehen, mit Zahlen umzugehen, aber er muss auch wiederum nicht die Buchhaltung machen, wie es der Kaufmann muss. Und als Ingenieur soll er nicht produzieren im Sinne von einer Konstruktion einer Maschine, aber er soll verstehen, wie die Entwicklung, wie das Innovation vonstatten gehen, wie Research und Development stattfindet und Entwicklungsprozesse begleiten können. Und all diese drei Kompetenzen zusammen machen einen Wirtschaftsingenieur aus und in diesem Bild und in dieser Fähigkeitswelt sollte er sich bewegen. Im Rahmen des Studiums bieten wir an einerseits Tutorien natürlich, wir bieten ein Mentorenprogramm an, wo Studierende sich an entsprechende Professoren oder den Studiengang wenden können, wenn er Herausforderungen und Fragen hat zum Studiengang. Natürlich ist es aber auch attraktiv, dann in Tutorien mit anderen Studierenden zusammen begleitet zu werden, zu lernen, von ihnen unterstützt zu werden. Des Weiteren bieten wir ihnen aber auch an Beratung, wenn es darum geht, ins Ausland zu gehen, sich die Welt anzuschauen. Gerade Wirtschaftsingenieure sind sehr international tätig, das heißt, wir beraten sie intensiv dahingehend.
Und was wir Ihnen auch bieten, ist Zusatzqualifikation, Zertifikate zu erwerben. Sie können bei uns Scrum-Zertifikate erwerben, Sie können bei uns Lean Six Sigma-Zertifikate erwerben, Sie können bei uns Statistik- und Programmierzertifikate zusätzlich zu Ihrem normalen Studiengang im Rahmen einer Begleitung durch die entsprechenden Professoren oder qualifizierten Personen erwerben. Das heißt, wir bieten Ihnen ein Rundrum-Paket an und das wird natürlich durch Hochschulpakete noch ergänzt, wie Studium Generale, wo Sie dann auch in das allgemeine Unterstützungsangebot der Hochschule eintreten können. Ja, Sie können bei uns in verschiedenen Phasen Ihres Studiums ein Auslandssemester machen. Zwischen dem zweiten bis vierten Semester haben Sie die Möglichkeit, mit einem Kooperationspartner unserer Kooperationsuniversitäten ins Ausland zu gehen. Da haben wir ein Angebot, das reicht von England über Mexiko bis hin nach Asien, nach China. Dort gibt es also die verschiedensten Kooperationsstudienangebote. Das zweite, was Sie tun können, ist im fünften Semester, im Praxissemester also, mit Firmen zusammen ins Ausland zu gehen. Dort haben wir gute Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel mit Daimler in Tuscaloosa in den USA, als auch in Südafrika. Aber natürlich gibt es auch viele andere Firmen, die das anbieten. Ja, und ab dem siebten Semester haben Sie die Möglichkeit, auch im Rahmen Ihrer Abschlussthesis hier eine Praxiserfahrung zu sammeln im Ausland, indem Sie die Thesis im Ausland schreiben. Das wird auch gerne von Studierenden wahrgenommen, sowohl im Bachelor als auch im Master. Die Tätigkeiten des Wirtschaftsingenieurs sind so vielfältig wie seine Themen. Wir haben Wirtschaftsingenieure, die im Consulting aktiv sind. Das ist ein wichtiges Thema, sowohl Technik als auch IT-Consulting, Wirtschaftsconsulting. Wir haben auch die Wirtschaftsingenieure, die direkt in die Produktion gehen und sich dort ins Produktionscontrolling, in die Produktentwicklung hineingehen oder auch in die Produktionsmanagementaufgaben hinein. Wir haben aber auch die Wirtschaftsingenieure, die in den Vertrieb gehen, in den Einkauf, technischer Vertrieb, technischer Einkauf, Projektbegleitung, dort in Joint Ventures aktiv sind, gerade im Ausland. Auch das ist einer der wesentlichen Tätigkeiten unserer Wirtschaftsingenieure. Wir sehen sie also in allen Bereichen, wo die Schnittstellen gerade interessant sind, wo die verschiedenen Kompetenzen Technik, Wirtschaft, IT plus noch Sprachkompetenzen gefordert sind. Und das ist heute in dieser globalen und digitalen Welt fast überall.